seid ihr herzlich willkommen. Wochenende, Liebesorakel. Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag sehen wir in die linke Seite. Ganz oben. Die Münzen bedeuten die Finanzen oder die berufliche Situation, kann aber auch Wertschätzung auch bedeuten. Momentan ist etwas noch in wackeligen Füßen. Ihr müsst wichtige Entscheidungen treffen. Und das kann wirklich beruflichen Inhalt sein. Oder gibt mehrere Möglichkeiten und ist nicht einfach, klare Entscheidungen zu treffen. Die Zahl 4 in die linke Seite, wo die Stäbe sind, bedeuten dieses Grundbedürfnis nach Sicherheit und Stabilität. Auch bei dir, auch bei ihm. Aber diese Karte zeigt die Enge. Etwas hält dich noch gefangen. Er spürt das auch. Und er möchte mitteilen, triff klare Entscheidungen. Befreie dich von dieser Situation. Jetzt kannst du überlegen, was ist das genau? Wo fühlst du dich in die Enge? Vielleicht im beruflichen Umfeld oder familiär. Oder kann auch sein, du hast noch eine Beziehung und möchtest du davon befreien, aber hast du Angst vor dieser Veränderung, vor dieser Entscheidung? Er kommt entgegen. Er hilft, er zeigt auch seinen Gefühlen, er zeigt auch Verständnis auf deine Situation. Er überreicht diesem goldenen Kelch und das bedeutet, er zeigt seinen Gefühlen. Er ist auch noch ein bisschen unsicher. Vielleicht weiß nicht, kann nicht einschätzen, wie du dann reagierst. Die Bilder zeigen die Enge und die Befreiung. Auch eine klare Entscheidung muss getroffen werden. Es sind noch Unsicherheiten da. Oder ihr drückt euch vor Entscheidungen. Aber er hilft, er unterstützt dich, weil er zeigt Gefühlen und hat ein Verständnis auf deine Lage. Samstag sehen wir in die Mitte. Die untere Bild zeigt die Kelchen. Und bei den Kelchen handelt es sich immer um Gefühle. Diese Karte symbolisiert Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Die Vergangenheit ist nicht so rosig. Da sind die Kelchen gebrochen. Da fließen die Tränen, schmerzhafte Erinnerungen. Er schaut nach innen, versucht zur Ruhe zu kommen, was oben wir auch sehen, was dieser Engel zeigt, wie wichtig das ist, den inneren Gleichgewicht finden. Und er oder du, könnte auch sein, ihr beide befindet euch in dieser Phase. Das ist eine Übergangsphase. Versucht ihr, die inneren Gleichgewicht bewahren. Vielleicht eine gewisse Traurigkeit ist noch spürbar. Aber ihr habt Zukunft. Auch wenn das noch nicht sichtbar ist, weil die beiden Kelchen erscheinen hinter seinen Rücken. Er sieht das noch nicht. Und diese beiden Kelchen stehen. Das ist nicht gebrochen. Und das ist die Zweisamkeit. Und das ist die Zukunft. Dieser Herrscher ist sehr vielversprechend, weil ihr werdet diese Lage, diese Übergangsphase beherrschen. Und ihr werdet die Ruhe
die inneren Gleichgewicht finden, was dieser Engel auch zeigt. Sonntag sehen wir in die rechte Seite. Es kommt eine neue Phase. Eine neue Periode beginnt in eurem Leben. Die Sonne beleuchtet diese Entscheidung, dieser Weg, macht auch etwas sichtbar. Ihr werdet klare Entscheidungen treffen. Aber es gibt noch Anfangsschwierigkeiten, weil wir sehen auf diesem Bild, dass dieser Mann viel mitschleppen muss. Vielleicht viel Arbeit oder Sorgen oder noch Hindernissen. Und man muss diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Dann wird alles viel leichter. Die obere Karte zeigt die ganze Welt. Das bringt eine glückliche Wende, wenn man das Gefühl hat, ich möchte am liebsten die ganze Welt umarmen. Aber diese Welt bedeutet auch Reisen oder Auslandskontakten. Es kann eine Internetbekanntschaft auch sein, vernetzt sein mit anderen Menschen in ganzer Welt. Was die Karten für mich aussagen, er plant Urlaub im Sommermonaten, vielleicht nach Süden. Also die Karten zeigen Wochenende, muss klare Entscheidungen treffen. Ist nicht ganz einfach, weil alles steht noch in wackeligen Füßen. Etwas hält dich gefangen oder ihn. Wochenende ist die Zeit für Befreiung. Er kommt entgegen, zeigt Gefühlen. Die Vergangenheit wird abgeschlossen. Da ist Traurigkeit dabei. Er versucht es erstmal verinnerlichen und selbst in inneren Gleichgewicht kommen. Dann kommt auch diese Harmonie, weil er beherrscht das. Er plant mit dir einen Urlaub im Sommermonaten. Er plant auch einen Neuanfang, aber es sind noch Hindernisse im Weg. Und ihr müsst daran arbeiten, diese Hindernisse aus dem Weg räumen. Vielleicht handelt es sich um dieselben Themen, diese Enge, befreit zu sein von dieser Enge. Und das war das Wochenende Liebesorakel. Wenn dir dieser Video gefallen hat, ich freue mich sehr, wenn du das likest oder meinen Kanal abonnierst. Kannst gerne deine Meinung schreiben im Kommentar oder mich besuchen in Facebook-Seite Dendera Susanna Medici. Dort erscheint täglich die Maya-Kalender. Und ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Eure Dendera.